Werkshalle in Nowa Huta, Polen 2006. Unser Unternehmen Global Picks betreibt intelligentes Art Recycling. Künstler produzieren Kunst, Maler bemalen Leinwände. Sie kümmern sich nicht um den Markt. Dadurch kommt es leicht zur Überproduktion. Hier setzt die Geschäftsidee von Global Picks ein. Wir sammeln, sichten und sortieren überschüssige Leinwände. Unsere Departments destruieren, strukturieren und komponieren das Material neu. In diesem Werk im Südosten Polens werden vornehmlich Frauen beschäftigt. Mit großem handwerklichen Geschick stellen sie die Grundlage der Global Picks Bilder. Die zu Streifen zerrissenen Leinwände werden anschließend auf Keilrahmen aufgezogen und miteinander verflochten. Die sich beim Flechten ergebenden quadratischen Felder entsprechen bei der späteren Bemalung einzelnen Pixeln. So entstehen grob gerasterte Bilder, deren Wirkung sich erst in der Entfernung entfaltet. Ja, wir als mittelständisches Unternehmen, die wir uns am Markt bewähren müssen, müssen uns natürlich den wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Unsere Firma ist ja bereits seit 10 Jahren östlich der Oder aktiv und mit dem Beitritt Polens zur EU sind wir natürlich enorm im Standortvorteil, der sich natürlich entsprechend bezahlt gemacht hat. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Deswegen schicken wir unser Management jetzt bereits in die Ukraine und nach Rumänien, um die dortigen Standortbedingungen zu prüfen. Wir könnten uns vorstellen, dass die sehr arbeitsintensive Flechtabteilung outgesourced wird. Wie wir wissen, sind die Ukrainerinnen nahezu berühmt für ihre guten Flechtfähigkeiten. Wir sind sicher, dort genügend qualifiziertes Fachpersonal zu finden, die zu 30% der hiesigen Arbeitskosten produzieren würden. Thank you.